Die Anstrengungen, die die Digitalisierung an die Uhrenbranche stellen wird in Zukunft, sind sicherlich die, dass man online präsent wird, dass man die sozialen Medien nutzen wird, positiv nutzen wird, um eine Verbindung auch zum Endkonsumenten aufzubauen. Und da muss sehr, sehr viel unternommen werden, weil, wie gesagt, ein traditionelles Gewerbe, das kann man nicht einfach über Nacht ändern. Man wird da professionelle Hilfe brauchen für Leute, die für die Uhrenfirmen von der E-Commerce-Webseite über die eigene Homepage, über die ganzen sozialen Medienauftritte da große Hilfeleistungen geben muss.